Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warframe. So, und wir spielen hier eine Verteidigung, eine schwache Verteidigung, auf Killiken. Einfach nur, weil ich Bock habe und Polymerbündel brauche. Oh, wundert mich, die kommen die ganze Zeit... Ah, okay, da sind... Bullshit laber ich hier. Kommen Leute rein, ja, sowas ist bei Warframe normal. Ja, was soll ich mehr sagen? Es ist eine Verteidigung, eine ziemlich einfache, und ich brauche aber nur Polymer-Bündel, die gibt's halt hier. Was ich an der Verteidigung hier liebe, ist, also die Map bei Killiken ist eben ziemlich praktisch. Aus dem einen Grund, da der Kryoport hier in der Mitte ist. Und, also, ja, da, ne? Und deshalb ist es einfach so mega geil, dass du einfach alleine sogar, ich schaffe alleine mit meinem, Rhino, sage ich jetzt mal, bestenfalls, mit meinem Tank, wohl... Valkyrie, der größere Tank ist gerade. Schaffe ich hier die 30 Runden. Und erst dann kriege ich Probleme, weil halt einfach dann die Gegner anfangen zu nerven. Und das war der Stand vor circa einem Monat. Also der hat sich nochmal, ich habe mich nochmal um ein Vielfaches verbessert. Wenn ich jetzt noch irgendwas anderes nehmen würde, Frost Prime oder sowas zum Beispiel, dann denke ich mal, wird es noch mehr abgehen. Ja. Der Anfang ist hier halt immer unspektakulär, weil man einfach hier... Ja, man chillt halt eigentlich. Kurz im Chat geschrieben. Hier ist halt geil. Hier ist einfach geil, die Map. Ich mag diese Karte hier. Es gibt auch... weil man Pech hat übrigens, also es braucht immer mega lang hier zu suchen. Ich glaube, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, gerade vorhin. Deswegen... Ja, ne? Hier die Map, die hat drei Punkte, wo hier der Pock sein kann, da hinten, wo ich gerade Abwehr hin und da hinten. Und der beste Punkt ist einfach hier die Mitte, weil, ja, da kannst du aber in der Mitte stehen und dann kommen sie von zwei Seiten an, anstatt von vier oder fünf oder von mehreren noch. Ich spiele hier Valkyrie mit einem kranken Lifetank. Kranker Lifetank und Energy Boost, ziemlich kranker Energy Boost, denn ich habe, wie ihr seht, 700 Leben. Ja, krass, ne? Hätte ihr den nicht erraten können. Ich habe das, ich weiß nicht, Zorn heißt es drauf. Pro Leben, das ich verliere, kriege ich Energie im ungefähr 60% Bereich. Ja, hier level ich gerade noch Waffen, weil die will ich einfach gelevelt haben, damit sie gemacht ist, wegen Rang und alles. Ja, das ist kein Hexenwerk, dieser Dread, der ist einfach kleine süße Waffe und aus ist. Nahkampf, Dualkammer, habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Meiner Meinung nach Dualkammer geht mega mäßig ab. Also ich habe bis jetzt, seit dem Patch, wo sie den aufgeladenen Schlag weggemacht haben, ist bis jetzt die Dualkammer die schnellste und geilste Waffe, mit der ich spiele. Es gibt bestimmt noch ein paar bessere, 100 Pro. Ich will mir die Nikana demnächst machen. Ja. Achso, falls ihr euch fragt, wieso ich hier einfach in der Mitte rumstehe und nichts mache. Ja, ich sag mir, mein Team macht das gut genug. Später gehe ich vielleicht mal kurz looten, weiß ich noch nicht. Kann ich mal gucken. Ich denke sowieso, ja, auf jeden Fall gehe ich looten. Denn da sind kleine Fusionskernchen und vielleicht oder sowas. Das kann man immer mal gebrauchen. Gebrauchen, sorry, Mahlzeit. Aber hauptsächlich bin ich hier, um Polymerbündel zu farmen. Denn es wurden Extraktoren eingefügt, letztens, was ich erst auch vor einer Weile rausgefunden habe. Irgendwie spät. Und der Titanextraktor braucht eben Polymerbündel und ich habe halt fast keine mehr und deswegen sammle ich hier Polymerbündel. Bogenmunition, Legierungsbatterie. Ne, ich will keine Legierungsbatterie, ich will Polymerbündel haben. Da hinten liegt eine Mod. Habe ich, glaube ich, von hier erkannt. Kann mich aber auch getäuscht haben. Ja, da liegt eine Mod. Ach, geil. Schaltkreise, Legierungsbatterie. Ja, ist halt auf dem Anfangsplaneten. Ich frage mich manchmal auch, wieso ich die Quest hier trotzdem mache. Weil ich finde sie einfach überragend lustig und keine Ahnung. Das macht einfach Spaß, die so alle einfach ohne Probleme wegrotzen zu können. Ja, später kommen halt die Moas, aber die im Nahkampf mit der Haltung, das ist auch mega easy. Jetzt weiß ich nicht, ich habe erst vor kurzem,
Also wirklich, ich war wirklich wie ein Bob da. Und hab halt irgendwie mal versucht rauszufinden, wie das geht mit der Haltung. Hab dafür extra googeln müssen, weil ich das nicht geschissen gekriegt hab. Wenn ihr nur den Nahkampf ausgerüstet haben wollt, dann ist die Haltung aktiviert. Seht ihr, also das könnt ihr auch eigentlich als Tutorial einstufen, was ich gerade habe. Also wenn ihr jetzt auf F bleibt, dann seht ihr unten rechts, steht dann auf einmal nur der Nahkampf, Dual Kamas, Kreuze Schlangen, das ist die Haltung dazu. Und dann seht ihr schon, er hält halt nur die Waffe. Er hält den Nahkampf in Händen, was nicht normal ist eigentlich, was halt eben, wie gesagt, eingefügt wurde. Und dann könnt ihr euch entscheiden, könnt ihr mit Rechtsklick abwehren. Natürlich gehen wir weiter. Wunderbar, gerade mitten, wenn ich es zeigen will, abwehren. Also ihr seht hier, er wehrt schön ab. Aber ihr müsst draufbleiben, ne? Also das ist nicht, dass ihr einmal draufdrücken müsst. Ihr müsst einfach dann, ja, draufbleiben, dann wehrt er ab. Ja, wunderbar, jetzt habe ich so einen kleinen Bug, okay. Ja, also für mich persönlich, ne, abwehren ist nicht. Ich wehr nie ab. Oh, der andere ist auch weg. Merkwürdig. Naja, egal. Weil ich einfach nie abwehr. Und dann, wenn ihr auf der rechten Maustaste drauf bleibt, dann weiß ich nicht, ob einer von euch das schon mal entdeckt hat. Okay, ich gehe auf die andere Seite, der schafft es hier schon. Hoffe ich mal. Uiuiui, was geht da ab? Ach, da ist wieder so einer. Ja. Dann setzt die Energie ein. Also unten, wenn ich jetzt einen Treffer mache, dann habe ich noch, ich glaube, ich habe Energieeffizienz, habe ich auch noch drauf. Oder, nee, Kanaleffizienz, irgendwie sowas. Wenn ihr seht, dann zahle ich Energie, um einen Schaden von, um meinen Schaden einfach zu erhöhen, um, ich glaube, einen Faktor 1,5. Noch dazu, wenn ihr eine Combo macht, zum Beispiel 5, 6 Treffer hintereinander, dann kriegt ihr automatisch dadurch, einen Angriffsbonus, der halt einfach bei bestimmter Trefferanzahl ziemlich hoch ist. Oh, bei mir ist gerade ein Framedrop gewesen. Vielleicht später, wenn wir Glück haben, kann ich das euch später noch zeigen in der Quest, denn jetzt kriege ich keine gescheite Trefferkombo hin, weil ich alle mit einem Schlag fertig mache. Ah, eine Oxium-Drohne. Ja, Oxium. Oxium ist auch was ich irgendwie nie hab. Ja, seht ihr, ich mache sie alle mit einem Schlag fertig. Unten seht ihr jetzt. Unten, ah, da sieht man es. Da steht 1,5 mal und eben meine. Oh, scheiße. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Was habt meine Teammates gemacht? Das habe ich so angeschissen, um diese Map zu spielen, und dann machen meine Teammates da nur Bullshit. Ja, und ich habe selbst nicht aufgepasst. Also wir sind beide schuld. Wunderbärchen. Ja, toll, gerade nochmal. Meine Fresse, ey, das ist doch ein Scherz. Jetzt müssen wir diese scheiß kleinen ersten Runden nochmal machen, ne? Nerviger ist, dass wir die Map suchen müssen. Ja gut, dann, ja, ich will nicht auf dieser Drecksmap kämpfen. Ja gut, dann dauert es wieder eine Weile, bis ich wieder auf der schönen Map bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach. Ich weiß nicht, wie lange ich suchen musste, damit das endlich diese Map macht. Bin ich jetzt in eine Gruppe reingejoint, die diese Map hat. Also das heißt, die Verteidigung hier auf der Map. Ah, oh, das freut mich endlich. Meine Scheiße. Ich musste bei einer anderen Gruppe noch mithelfen und mitkämpfen, damit die da endlich die irgendwie Welle 10 oder so machen, damit ich dann endlich dann nicht mehr reinjoine automatisch. Was ich übrigens mega scheiße finde, dass ich immer wieder in die gleiche Gruppe reinjoine. Jetzt hat es auf jeden Fall geklappt. Und ich glaube, ich muss ganz kurz was bei Fraps umstellen, weil es ein wenig leckt. Kleinen Moment. So, wieder da. Lang gedauert. 2-3 Sekündchen. Ah, ein Max. Ja, nee. Ich gehe von Max immer schön weit weg. Uiuiui. Fängt schon an. Eine Seite ist völlig ungedeckt. Die denken, da wird nichts passieren. Ja. Am Arsch. Haben es vorhin gesehen. Und kotzen. Also dann habe ich diese Drecksmap. Das ist schon so nervig, dass überhaupt, dass die hier kommt. Weil immer was anderes passiert. What the fuck? Was macht der denn?
sagen, keine Ahnung, was das war. Aber ist auch nicht wichtig, denn nur wir sind wichtig. Leider habe ich auch alle Gesprächsthemen vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, da war irgendwas mit Haltung. Und schon noch irgendwas, was voll wichtig ist. Ja, wieso ich die Map, wieso ich die Quest online spiele, ist, ich normalerweise, also wenn ich die wirklich mit meinen, wenn ich dann wirklich sage, ich mache die alleine, die Map, dann würde ich die Akavasto nehmen. Weil ich die Akavasto feiere, einfach weil sie geil ist, weil sie mega viel zieht. Und ich mag die halt einfach, ja. Kann ich gut mit umgehen. Ja. Mit den Akavasto brauche ich nicht mal, kann ich hier stehen bleiben und mache sie alle hier auf der Seite weg und hier auf der Seite weg. Oh, sogar Mag Prime, nice. Das ist natürlich cool. Ja, und rotze einfach alle weg. Die haben gar keine Chance, irgendwas zu machen. Ich one-hitte da auch bis zur 15. Welle oder sowas. Fast alle. Ja, 15. Welle verhindert, mindestens die 10. mache ich alle mit einem Schlag weg. Boah, ich hasse Bögen. Ich freue mich schon, wenn der Dread weg ist. Ich hab richtig was gegen Waffen, die so lange brauchen, bis diese Attacke ankommt. Ah, ja. Naja, wie gesagt, wir machen die Runden da jetzt eigentlich nur durch bis, keine Ahnung, 20, 30. Bis wir endlich mal unseren Nahkampfskill da rauspacken können, weil das einfach so einfach ist hier. Dass wir da noch... Okay, fast getroffen. Ja. Oh, Oxium-Drohne. Kaputt machen. Ah, habe ich nicht kaputt gemacht. Hat anderen kaputt gemacht. Aber gut. Zwei Oxium, das ist schon mal ziemlich schön. Da freut man sich immer drüber. Haben weggemacht hier. Mit Kopfschuss. Noch mit Kopfschuss, Alter. Ich kann mit Bogen gar nicht umgehen. Ich hasse ihn. Ich habe den Paris nie nicht gemocht. Ich mag diesen Bogen auch nicht. Weiß nicht. Hasse sie alle. Ich glaube, ich müsste da dieses eine Explosionspfeilmäßige drauf machen. Das wär ziemlich lustig. Aber ich mag den einfach nicht. Ja. Bogen und ich, das sind keine Freunde. Da Pebre wurde vom Spiel getrennt. Ja, Kacknoob, ey. Spaß. Bin auch vorhin 3-4 Mal vom Spiel rausgegangen. Ist nicht schlimm. Noch nicht. Und richtig treffe. Ich hasse diese Pfeile. Triff! So ein Grund, wieso ich die Vectis so mag, weil die einfach trifft. Das ist übrigens mein neuer Primary Lieblings... Meine neue Lieblings-Primary-Waffe. Primärwaffe. Verdammt. Wieso spreche ich das Englisch aus? Ja, einige von euch denken jetzt ja, weil Anglizismen sind halt, ne? Yo. Aber einfach nur, weil bei Warframe halt Primary Weapon steht und nicht Primärwaffe. Ich finde es irgendwie, ich finde es übrigens nicht mal schlimm, dass Warframe hier voll nur Anglizismus beinhaltet. Der lässt hier alle durch, ernsthaft. Ich glaube, ich muss hier echt stehen bleiben. Jetzt ist die andere Seite wieder ungedeckt. Mein Mann, 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 Mann. Kann man sich nicht auf seine Teammates verlassen. Den Bogen? Nee. Schießt Feuerladung? Cool. Naja, egal. Akavasto mag ich mehr. Weg mit dem. Weg mit dem. Ist auch so ein Problem mit der Vectis, auf solche Drohnen zu schießen, weil du sonst einfach keinen Schaden machst, wenn die dann in der Nähe sind. Das ist so ein Kotzreiz. Headshot. Geh nicht so weit weg. Nur allein wär's, wär der Kryopod schon am Arsch. Ah, da merkt das, da kommt er zurück. Boah, wie sie sie alle da hinten töten. Mich das wieder nervt. Na, komm. Der weckt es, wenn ich schon alle weg hier. Zack. Ah, wo ist er? Einer versteckt sich noch. Uiuiui, der kriegt es.
jetzt richtig den Pfeil ab. Komm, lauf rein. Ha! Headshot! Headshot von hier. Da siehst du, das bin ich halt einfach, ne? Wenig Arroganz muss man ja haben. Das war einfach nur... ein Schuss wie immer. Also den mache ich jeden Montagmorgen einfach zum Aufwachen, damit die Woche noch was Tolles ist. Boah, und wie sie alle hier fertig machen, das kotzt mich so megamäßig an wieder. Lieber nur hier die töten und da hinten, als dass sie dann die ganze Zeit überall der Drop verteilt ist. Ich hab den erstmal gar nicht gesehen. Man muss hier immer auf die Anzeige vom Pot achten. Die können auch von da hinten den Pot zerstören. Weil sie ja Fernkämpfer sind. Und mir ist auch mal passiert beim Solo-Teil zum Beispiel. Dann habe ich die eine. Auf der einen Seite waren halt viele Gegner. Und dann habe ich halt da hingezielt. Gezielt habe ich gesagt, nicht gezielt. Bäh, hört sich ja sonst scheiße an. Ja, und dann kamen von der anderen Seite auf einmal so 5 Nahkampf-Tippies. Die haben mir immer Zauberstab, genau. Jetzt habe ich's. Stauberstab, genau. Vollkommen richtig. Zauberstab. Ja, der schöne Zauberstab. Fuzzis haben wir die genannt, weil die mit so einem komischen Leuchtstab halt ankommen. Und wir haben gesagt, das ist ein Zauberstab. Ja, jetzt kommen schon ein paar mehr Gegner, jetzt kommen sie auch mehr zu mir. So wie es sein soll. Da, die zwei, die da. Ich habe keine Muni mehr. Und wenn der Rhino dann die eine Seite nimmt, dann nehme ich die andere Seite einfach. Ah, hat die Oxium-Drohne nicht getötet. Ah, schade. Oder ich habe es übersehen. Kann natürlich auch sein. Na, wo ist er? Schockfrost. Hab ich, glaube ich, noch gar nicht. Krass. Pistole, Eisschaden, hab ich noch gar nicht. Aber brauche ich auch nicht, weil meine Pistole schon so gut gelevelt ist, finde ich. Ja. Ganz einfach. Gut, wenn ihr alle auf der Seite abhängt, dann kann ich ja die Seite hier... betanken. Kommt von hier auch welche? Nee. Dann können wir ja mal Spaß haben. Da seht ihr. Alle ein Hit. Oh, 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 scheiße, da kommen sie. Uiuiui. Uiuiui. Und vergessen, dass sie von unten kommen. Was sich gerade doppeldeutig ziemlich komisch anhört. Weg mit dir. Werde besiegt. Chillt. Ein Rhino im Team zu haben ist bei dieser Quest hier nie verkehrt, denn... Also am meisten bei mir jetzt gerade. Denn Valkyr tankt einfach so viel, dass der andere das gleiche machen muss. Wenn ich mal hier Probleme mit dem Leben habe, ne? Dann zünde ich die Ulti. Live-Schaden zu kriegen, ist für mich auch kein Problem mehr. Na, weg mit dir. Kommt der denn dahin, frage ich mich. Weg. Schaffen die schon. Weg. Kurz im Chat schreiben. Looten gehen.
ob ich dem Lorino sagen soll, dass er auf die andere Seite gehen soll, wenn ich auf der einen bin. Kommt er schon zurückgelaufen. Und dann wäre ich. Kommen die Gegner an, zack, haut er ab. Ist nicht der Sinn von einem Tank. Da hat er mich den Energie gezogen. Okay, da ist noch safe. Wir halten wieder zurück. Machen wir die schnell weg hier. Läuft, läuft. Alles easy. Weg mit dem. Da oben ist einer. Ich sehe den nicht. Ach ja, ach ja. Na komm, wechseln wir wieder die Seiten. Ist glaube ich praktisch, weil wegen dem Loot. Oh, eine Ochsenbrote. Haben wir kaputt? Loxium haben. Da weg. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Du gehst da nicht lang. Ne, ne. So machen wir es hier nicht. Auf der anderen Seite. Ja, wenn der jetzt hier ist, dann braucht der auf der anderen Seite vielleicht Hilfe. Ich hab schon wenig Life Damage gekriegt. Läuft, wenn man einfach vorbeiläuft und dann die Dinger explodieren. Die haben nichts gedroppt. Ui, was geht da ab? Ah, ich bin an der Wand gelaufen. Ja, sowas ist bei Warframe leider üblich. Wenn man aus Versehen dann so bei so Springen weitergleitet oder so, dann sind die Chancen sehr hoch, dass man auf einmal an der Seite von dem Ding läuft und dann springt er immer so kolossal riesig ab. Mal gesehen, 4600er Hit. Ja, komm. Oh, der steht. Komm, 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 komm. Weg, weg. Du da, komm, weg hier. Ah, Helm Oberon Blaupause. Brauche ich nicht, Oberon habe ich schon voll. So, hier ist alles weg. Ne, noch nicht, dauert ein bisschen. Oder? Ah. Cool. An was ist denn das Viech gestorben? Sag mir das mal einer. Du meinst überleben? Nee, brauche ich nicht. Oh, der Siebener geht? Schade. Bin ich noch nur im Rhino da? Hostmigration. Okay. Kein Problem, damit können wir umgehen. Womöglich bin ich jetzt der Host. Ne, wunderbar. Ich bin alleine. Ist ja mal geil. Finde ich jetzt nicht so prickeln. Ne, da, glaube ich, ist er wieder dabei. So, und jetzt muss ich auch schon wieder zurückgehen. Denn die andere Seite ist in Gefahr. Ne, das ist gar nicht der Rigo, der Name nicht ein. Excalibur. Ah, du auch weg. Komm, wir sind mal lustig. Paar mit Fähigkeitsschaden kaputt machen. Ist der Pot wieder nicht sicher? Gefällt mir nicht. Das nervt mich halt, weißt du, sicherheitshalber hab ich gern eben den, die Akavasto hier. Aber, da ich halt Waffenlevel, habe ich sie halt nicht dabei. Auf meiner Seite noch. Nee, da ist niemand. Da ist niemand auf meiner Seite. Läuft, läuft, alles chillig. Kein Problem. Es ist der... Okay. Ich glaube, er versteht mich gar nicht, er spricht kein Deutsch.
darf niemand vorbeikommen. Ja, aber eben schon sind wir. Wunderbar. Dann müssen wir entscheiden, was die Quest halt eigentlich ist, ne? Ah! Leck! Nein! Oh nee, das ist jetzt scheiße. Mann! Was soll denn das? Gerade jetzt! Ja, toll. Jetzt hat sich gerade eben Java gesagt, ah, wir machen mal ein Update. Mann, nein. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also ich glaube, ich bin da mal kurz hingefallen oder so. Wunderbar, weißt du, im besten Moment, dann, wenn man es nicht braucht, kommt Java an und sagt, ich mache jetzt ein Update. Nee, was ist denn das für eine Klasse? Ist das Loki? Nee. Doch. Ah, egal, komm. Scheiß drauf, wir werden es irgendwie irgendwann erfahren vielleicht. Sah jetzt gerade lustig aus, wie ich den verfolgt habe. Sah aus, als hätte ich den irgendwie gezogen oder so. Ja, der hat eine Regeneration. Was für eine Klasse hat so eine Regeneration? Komm, gib mir das da oben. Oh, ich blute. Oh, wie schlimm. Noch 419 Leben. Das ist genug. Kann ich noch zwei Wellen aushalten. Gut, da hinten macht er seine Sache ziemlich gut. Das freut mich. 399. Hey, seht, ich verliere halt einfach nichts an Leben. Das liegt halt einfach an grob 1200 Rüstung, die ich habe. Weil ich mir eben die Dingsbusshaut drauf gemacht habe. Und weil Kür eine ziemlich kranke Grundrüstung schon so hat. Ja, zum Beispiel, eigentlich ist Valkyr so einer, der überlebt einfach. Der stirbt einfach nicht, der verreckt einfach gar nicht. Du machst Vitalität drauf, du machst Zorn drauf, du machst Lebenskraft drauf und schon hast du wirklich einen unzerstörbaren Tank. Der noch dazu mit der Fähigkeit alleine schon ziemlich viel zieht. Komm, geh kaputt. Hier rein. Nein, nicht gut. Steh wieder auf. Lässt das. Naja. Ah, wieder Life Damage, kein Problem. Halten noch ein wenig aus. Obwohl, ich denk, nee, sicherheitshalber, komm, sicherheitshalber. Die Ulti hat nämlich Lifesteal, 5%. Deswegen ich dann auch arsch viel Leben kriege. Und dazu hält sie 35 Sekunden oder sowas. 40 Sekunden bei mir. Was bei jedem korrekten Valkyr eigentlich auch so sein sollte. Ah, da kommen sie an. Also ich kann euch schon sagen, die Ulti, ich feiere die megamäßig. Ich sag, also meine Beschreibung von der Ulti ist einfach, Valkyr rotzt alles weg. Kann ich echt irgendwie nicht anders ausdrücken. Der Pott ist wieder unbeschützt. Mann, was machen wir denn hier? Wir schützen ihn gar nicht. Oh, das sind Freunde. Ja komm, die schafft die. Das schafft die schon. Doch nicht. Das ist jetzt ziemlich... Nein, was machst du? Ich brauch den Typ. Ja, ihr könnt wenigstens sehen. War jetzt echt unpraktisch, dass er irgendwie an der Wand hochlaufen wollte. Irgendwie habe ich gerade Pech. So, komm. Zack, weg. Ja, ich hätte, glaube ich, damit noch ein wenig mit draufhauen sollen. Die andere Seite war eigentlich nicht so wirklich gedeckt. Flickflack. Schnelleres Aufrappeln nach dem Niederschlag. Cool. Mal nehmen. Ja, komm, können wir mal nehmen. Das scheint cool zu sein. Seltenes Warframe-Teil. Gut, da habt ihr gesehen, wie ich mich mit
Valkyrie rumrotze, ja, fast 10 Oxium, das ist schon, das ist schön. Ein paar unnütze Mods, die man verballern kann. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch was anderes machen sollen, noch eine Quest vielleicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.